Und zwar das Team, was ich eben jetzt hier gerade ganz benutzt habe und auf den Europameisterschaften gespielt habe. Das heißt, wenn ihr auch mal nochmal die Team-ID haben wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Und mit diesem Team habe ich 80 Punkte auf den Europameisterschaften geholt, bin 6-3 gegangen, habe 20 Punkte in der Global Challenge geholt und, okay, 32 Punkte auf dem Midseason Showdown in Berlin, in dem ich da den dritten Platz gemacht habe. Oh, wie sehr konntest du dich in deinem Win-in-Worlds-Match konzentrieren, dieses Wenn ich jetzt gewinne aus dem Kopf bekommen? Boah, da kommen wir direkt eigentlich schon auf das Inhaltliche, auf den Run. Das würde ich gleich einmal machen. Ich würde einmal kurz auf die Vorbereitung zu den Europameisterschaften ein bisschen eingehen. Denn ich habe ja auch ein Video bereits gemacht auf PressPress, wo ich auch mehr auf das Team eingegangen bin, auf die Entstehung des Teams so gesehen. Deswegen werde ich da jetzt ein bisschen weniger drauf eingehen. Aber ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie die Wochen vor den Europameisterschaften genau liefen. Denn wir hatten am Ende dann das Team, beziehungsweise ich hatte dieses Team, weil ich das mit diesem Showdown in Berlin gespielt habe. Und dann dachte ich mir, das ist cool, ich habe Bock, das zu spielen. Habe dann in der Gruppe mit einigen, die ihr kennt hier, alle, die ich hier aufgelistet habe, hier Dennis, Michi, Kuscha, Flobert, Snomsen, habe ich halt so geschrieben, ey, ich habe mein Team für die Europameisterschaften. Alle waren so, oh, okay, was willst du spielen? Habe ich das reingeschickt. Und die waren so, boah, das sieht ja cool aus. Weil das ist ja immer noch die Basis vom guten Belex, aber mit dem Roaring Moon habe ich da ein bisschen was Eigenes gemacht. Und dieses Set alleine sieht halt einfach super spaßig aus. Ja, du kannst nicht bedroht werden. Terra-Ausbruch Fire ist cool. Einfach ein starker Step dann so gesehen. Der Feuertyp generell auf Donnersicht ist cool. Du kannst nicht verbrannt werden. Du bist gegen Flatterhaar gut aufgestellt oder auch weiterhin gegen Juju. Also hast immer noch eine Feuerresistenz generell, was gut ist. Also an sich einfach ein cooles Pokémon. Gerade in so einem Team, was halt viel mit Sonne spielt, mit Geschwindigkeit. Also entweder im Bizarro-Raum ist man halt schneller oder außerhalb des Bizarro-Raums. Das ist schon alles sehr, sehr cool. Und Moin Lucius, willkommen zum Stream. Also alles in allem cooles Team, coole Gesamtkomposition. Und am Ende ging es halt dann so darum, okay, wer möchte dieses Team auch spielen? Weil alle haben so gesagt, ey, das sieht ganz cool aus. Vielleicht consider ich das auch. Kuscha hat nämlich gesagt, ich werde das erstmal auf dem Local spielen und dann mal austesten. Vielleicht werde ich es dann spielen. Dennis hat das gefühlt, weil er auch so ein Blood Moon Warrior war, die ganze Regulation über. Und sich so dachte, boah, das ist an sich cool. Und dann war halt noch die Tatsache, dass Flobert auch nicht so ganz wusste, was er spielen will. Dass er das Team von den Belex dann bei Midseason Showdown in Utrecht gespielt hat und damit Top 8 gegangen ist. Dann war er halt auch so, ja, das sieht auch cool aus. Vielleicht spiele ich das auch. Also, das war so ein bisschen die Sache. Und deswegen habe ich dann ein Dokument vorbereitet. Und deswegen switchen wir ja immer ganz kurz. Und zwar dieses EUIC Prep-Dokument. Dreifach Terrafeuer ist aber echt ungewöhnlich, das stimmt. Also, das sieht man ja seltener. Hat aber auch einen Sinn gehabt, sag ich mal. Ich habe dann ein Dokument ready gemacht mit allen wichtigen Teams, die man wahrscheinlich auf den Europameisterschaften sehen wird. Also, das sind alles Teams, die da auf jeden Fall gespielt wurden und wo die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man dagegen spielen wird. An einem gewissen Punkt haben wir jetzt ja nicht mehr diese Gameplan-Geschichten aufgeschrieben, immer, sondern einfach nur Replays gesammelt. Da brauchen wir, glaube ich, keine Replays mehr. Genau, hat Trick Room. Also wir haben wirklich so alles, einmal sind wir durchgegangen. Also die meisten Matchups, so Hard Trick Room vor allem, kam für mich sehr handy. Das war richtig gut, weil ich dagegen häufiger gespielt habe. Kurz kleiner Spoiler. Hier sieht man wirklich super viel Replays. Wir haben halt einfach sehr viel getestet. Tingdou so auch. Das ist ein Spielstil, der kurz gegen Ende der von UIC populär wurde. Hat Shadowdown Rain auf jeden Fall auch ein sehr schwieriges Matchup. Da haben wir viel auch ausprobiert, auch wenn hier nur zwei Replays drin sind. Da haben wir noch woanders Replays gespeichert gehabt. Also ja, wir haben eben viel vorbereitet. Ich habe das versucht, ein bisschen grafisch aufzubereiten. Halt die Spreads und so weiter und so fort. Das Team, so wie es halt in den meisten Fällen auch eben gespielt wird. Und das Ding ist, wir haben halt erstmal einfach nur gespielt.
erstmal gespielt und dann halt geguckt, okay, was sind so die schwersten Matchups, was sind so die schwersten Leads, was sind generell potenzielle Leads vom Gegner, was sind unsere besten Leads, was ist so ein genereller Gameplan. Und da war es vor allem wichtig, so gegen diese fünf Archetypes, die man safe sehen wird. So Snow ist zwar schwächer geworden von den Europameisterschaften, aber vor allem in den ersten Runden wird man das bestimmt mal sehen, oder während den ersten Runden. Japanese Balance, safe ein Team, was man öfter sehen wird. Also das ist gefährlich und das ist auch bei der Prep uns am Anfang gar nicht so aufgefallen, erst gegen Ende, dass dieses Team sehr gefährlich ist. Und das war vielleicht ein kleines Problem, weil da gab es dann eine kleine Krise. Mag die Namen, Michi, Japan, Bruder Nielsen, Japan Balance, ja. Japan Balance ist halt, ja, einfach so mittlerweile offizielle Begriff fast schon, weil das halt ein Balance-Team ist, was im japanischen Raum populär geworden ist und dann halt rübergeschwappt ist. Crazy Prep, bin noch mehr gespannt auf das Moment für die Worlds an irgendwann. Das wird auf jeden Fall auch sehr wild. Demeteros, jedes Mal sehe ich es mit Kehrtwende. Ja, wobei Demeteros Ei ist aktuell das Gefährlichere. Das spielt man nicht mit Kehrtwende. Aurelien Sola, Angstgegner. Und das muss man auch sagen, dass dieses Team ist okay. Also neutral. Haben wir halt auch mal wieder aufgeschrieben. Also nicht irgendwo, also nicht jedes Matchup ist ja negativ. Weil wir haben das dann irgendwann nicht mehr komplett weitergeführt. Und dann war es einfach noch so ein Copy-and-Paste-Ding. Replays so nicht spielen, ja. Ja, also wir können mal hier gucken, wir können mal so reinschauen. So. Dann sieht man halt hier, warte, ich mach mal ganz kurz das Replay. Hier immer ready. Dann sieht man halt, ich spiele halt hier gegen Dennis. Dann spiele ich halt hier mit Japanese Balance. Während er dann eben, ja, dann was eben testet. Und das war zum Beispiel sowas, wird wahrscheinlich der Gegner auch nicht so spielen, haben wir uns dann gedacht. Also, dass der dann in Vulaoso straight up raus switcht. Also, das, weil wir haben da viele Matches gemacht. Dann haben wir, ich habe halt so auch herumgetestet, okay, wie könnte der Gegner spielen? By the way, war hier zum Beispiel noch Hitzewelle auf Kurtel. Das hatten wir zum Beispiel noch sehr, sehr lange drauf, bis wir dann irgendwann auf Meteorologe geswitcht sind. Und das hat sich halt generell einfach in diesen ersten Wochen dann so ergeben. Wie gesagt, da dann einfach alles so ein bisschen getestet. Das war natürlich jetzt ein Best-Case-Szenario für unser Team, aber der Gegner muss das halt nicht so spielen. In dem Fall verliert dann halt Japanese Balance, wenn das so aufgeht, klar. Aber deswegen ist es gerade, wenn man dann so preppt, wichtig zu wissen, dass ich das gegnerische Team in- und auswendig kenne und dementsprechend vielleicht auch anders spiele oder vielleicht auch so spiele, um halt gewisse, ja, also so Worst Cases zu zeigen, wie man wirklich den schlimmsten Fall für unser Team eben zeigt. Das wird meistens gar nicht so passieren, weil wenn man unser Team sieht, das sieht ja sehr unkonventionell aus. Also wenn man sich das nochmal anschaut, das ist kein Standardteam, was man so irgendwie mal gesehen hat. Deswegen haben wir auch nicht auf Limitless-Turnieren das gespielt. Wir haben es generell öffentlich nirgendwo gezeigt. Einfach nur, damit Leute nicht darauf vorbereitet sind, weil ich glaube, gerade dieses Donnersichel ist ein Ass im Ärmel gewesen, was sehr, sehr cool war. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine coole Prep. In Zukunft werde ich das nicht nochmal so machen, glaube ich. Also zumindest auf jeden Fall für Stockholm. Da werde ich nicht so geheim mich vorbereiten, sage ich mal. Sondern ich möchte viel spielen, weil da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Punkt. Die Prep war richtig gut. Also wirklich richtig gut. Wir haben wirklich viele Szenarien sind wir durchgegangen. Wir haben alles Mögliche getestet, haben viele Abende damit verbracht, einfach nur zu zocken, zu überlegen, wie man das Team noch verbessern kann, so gewisse Spreads und so. Bei Flutterhaar war nicht immer Full Speed. Das kam erst irgendwann, als wir gegen Juju, Lumiflora, Flutterhaar gepracticed haben. Weil da ist uns so aufgefallen, gerade mit Rückenwind, dass Juju noch sehr gefährlich sein kann, weil die halt oft mäßiges Wesen spielen mit Wahlbrille. Aber im Rückenwind ist Juju langsamer als ein Flutterhaar, was in der Sonne ist, weil es ja einen Speed-Booster bekommt, wenn es Full-Speed investiert ist. Und das alleine war super stark. Auch gegen Vulaoso mit einem harten Wesen war das super stark. Es gab Situationen, wo das richtig wichtig war auf den Europameisterschaften. Und das hat wirklich sehr geholfen deswegen. Genau, auf der Ladder haben wir eben nicht gespielt und sehr viel gezielt untereinander, genau. Wir werden vielleicht Random-Gegner das Team in die Hand drücken, gut für alle möglichen Szenarien. Das Ding ist, an sich ist es auf jeden Fall gut, auch viel Practice und Limitless-Turnieren und so weiter und so fort zu sammeln. Ich wollte gerne bei diesem Team es mal ausprobieren, wie es ist, wenn man sich ja so sehr privat oder halt einfach so in Secret ja, vorbereitet. Und ich habe da einige Sachen raus mitgenommen, die ich auf jeden Fall cool finde. By the way, ich habe mich zwar für Bologna angemeldet, aber ob ich jetzt Bologna mitnehme, wahrscheinlich ja nicht.
Einfach nur, dass es da ist. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier zu der History von Arcanine. Denn dort finden wir gleich einmal mein Standing. Platz 116 von 1119, die zumindest angemeldet waren. Waren am Ende ein bisschen weniger. Ich glaube 987. So, und das ist meine, sind meine neun Leute, gegen die ich gespielt habe. Und ich kann euch ein bisschen erzählen, wie dieses Turnier ablief. Weil ich habe mich confident gefühlt, auf jeden Fall. Ich dachte mir so, ey, da ist wirklich einiges möglich. Und ich habe Bock zu spielen. So, ich habe einfach Bock. Und ich glaube, wir gehen auch einfach mal in Pokédata rein, weil dann können wir uns auch gleichzeitig die Teams dann immer von den Gegnern anschauen. Ich glaube, das ist dann nochmal spannender. So. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt sogar nochmal eine bessere Seite dafür. Wenn wir auf MouseLab Pokémon nämlich gehen. So, Lab Mouse heißt es. So. Ich glaube, da, also ich hoffe, die Teams sind schon da. Das ist nämlich eine sehr gute Ressource, die ich nur empfehlen kann. Für eben Teams und alles drum und dran. So, und wenn ich jetzt Rahim einmal suche, genau hier, sehe ich hier, genau, meine Gegner und alles drum und dran. So, ich weiß nicht, ob aber auch die Open Team Sheets da sind. Okay, man sieht nur die, den Sechser. Okay, das ist aber erstmal okay, denn wir können, glaube ich, das auch immer uns hier nochmal genauer anschauen. Und zwar, mein erster Gegner war Christian Caponi aus Italien. Und er, warte, ich glaube, wir machen es so. Das war nämlich ohne CH, hatte ein Hard Trick Room Team. Und dagegen habe ich gepreppt. Dagegen hatte ich auf jeden Fall eine Vorbereitung, was sehr gut ist, auch wenn er ein paar wildere Sets hatte, so mit Ursaluna Blutmond mit Hide Spray zum Beispiel. War schon ein bisschen anderes Team, aber sonst so viele Sachen, die man sonst sieht. So Galagladi, Selembrim, Kurtel und so weiter und so fort. Und ja, wäre es vielleicht ein Game Changer, früher anzureisen, um sich zu akklimatisieren? Ich meine, wir sind am Donnerstag halt angekommen und gespielt haben wir am Freitag. Und an sich ist das natürlich schon gut, aber es ist halt auch, umso länger du da bist, desto mehr kostet es natürlich auch. Das ist halt so ein bisschen das Ding und generell einfach die Zeit. Deswegen meistens ist so ein Tag Anreise vorher der Fall. Bei den Weltmeisterschaften wird es natürlich anders sein, da werde ich halt vorher anreisen, auch weil ich einfach Urlaub machen möchte. Ja, auf jeden Fall haben wir hier tatsächlich ein relativ gutes Matchup, dank Donnersichel. Donnersichel ist ein richtig, richtig gutes Pokémon gegen dieses Bizarro im Team. Auch wenn er ein Galagladi ist, klar. Aber der kann halt nicht so entspannt einfach Expanding Force drücken. Das alleine, also die Flächen macht. Das alleine macht es halt richtig gut, weil das Originalteam hatte Keilflamme ja. Und das Team hat krass gegen solche Teams leider verloren. Deswegen hat Belix das auf Dauer auch sehr angepasst, sein Team. Zum Beispiel mit einem Fugenblitz da drin. Einfach nur, um gegen sowas besser dazustehen. Aber Donnersichel ermöglicht es einem, dagegen halt besser dazustehen. Und deswegen habe ich meistens mit Donnersichel, hier ist er, und Ogerpon geleadet. Kurtel in the back, weil der ist im Bizarro-Raum halt super gut. Und dann habe ich noch Fahrigraf in dem Matchup mitgenommen, um die Bizarro vielleicht zu reversen oder ihn mir vielleicht selber sogar zu holen, wenn ich das will. Und das hat in beiden Games sehr gut funktioniert. Ich habe Game 1 relativ clean gewonnen, Game 2 habe ich relativ clean gewonnen. Er hat beide Male das gleiche in der ersten Turn gemacht. Er ist jedes Mal mit seinem Follow-Me-User geleadet und mit seinem Bizarro-User und hat dann halt einfach den Bizarro versucht rauszuholen. Aber ich habe immer ein KO bekommen, was halt sehr, sehr gut war für mich. Und so war das halt, ja, ein, nicht easy win, aber ein Win, der schon mal sehr gut getan hat, weil da die Prep richtig geholfen hat. Ja, wobei, also Jetlag ist da jetzt nicht so riesig, weil es ja nur eine Stunde Zeit verzögert, deswegen, also die eine Stunde macht da, finde ich, für mich zumindest nicht so den Unterschied, da spüre ich jetzt keinen Jetlag. Ja, deswegen, den Christian, da konnten wir auf jeden Fall gewinnen. Das war sehr cool. Dann haben wir gegen Connor McCormack gespielt und der, das war sehr witzig. Der hat mich direkt erkannt, also meinen Namen, weil er meinte so, you got 22nd at Stuttgart. Und ich so, ja, yeah, we played in the World Cup. Und ich so, okay, weil ich habe ja für Deutschland beim Pokémon World Cup gespielt und da haben wir gegen Irland gespielt. Und er war im Team derjenige, der für alle das Scouting betrieben hat. Das heißt, er hat für alle seine Kompagnons dann die Teams rausgesucht, die die Gegner so gespielt haben, einfach nur um zu wissen, was die halt so spielen, was für ein Spielstil die haben und so weiter und so fort. Und
Das ist tatsächlich sehr crazy gewesen, weil ich mir so dachte, okay, wild, das ist, also, der war jetzt auch ein guter Spieler an sich, der ist in, ich glaube, Dortmund Day 2 gegangen, so, und das dann halt der dich halt gescoutet hat, der deinen Namen sozusagen VGC-mäßig kennt, deswegen fand ich schon sehr wild. Und der hat am Ende jetzt einen 3-4 Drop gehabt. Ist natürlich jetzt erstmal, könnte man sagen, kein starkes Turnier, aber der hat jetzt halt zwei Leute auch, die 10-5 gegangen sind, die Day 2 gegangen sind. Also nach 5 Runden. Und wenn du dann natürlich 2-3 gehst und weißt, dass du nicht mehr Day 2 gehen kannst, dann ist die Motivation natürlich auch geringer. Und mit Hard Trick Room ist es eh schon mal schwieriger. Da muss man ein bisschen Matchup fischen manchmal. Und ja, das war ein Matchup, was ich ja gerade erst quasi gespielt hatte. Es war natürlich ein bisschen anders mit Ogapon Feuer. Das war schon scary. Game 1 war ein bisschen spannender, weil es ging darum, lebt mein Terra-Feuer-Fariraf, nachdem es vorher Chip bekommen hat, eine Terra-Feuer-Rankenkeule von Ogapon. Weil ich war ganz knapp über 50%. Die Zitrobeere hatte sich nicht aktiviert. Er hat das eingesetzt. Und ich habe es ganz knapp überlebt. Wenn ich dann Volltreffer abbekommen hätte, hätte ich, glaube ich, Game 1 verloren. Game 2 habe ich dafür sehr clean gewonnen. Also sehr, sehr, sehr clean. Er meinte auch danach zu mir, Bro, du hast mich einfach gestompt. Und ich war so, yo, das ist ein Matchup, was ich viel geübt habe. Das hat einfach geholfen. Ich wusste genau, was ich tun musste. Und hatte da einfach dann auch ein gutes Matchup. Weil ich das Matchup halt ausspielen konnte. Mein nächster Gegner, Robert McNally, der war wiederum ein bisschen crazy unterwegs. Das war leider eine Niederlage und das war das erste Matchup, was ich nicht geübt hatte. Wie auch. Der hat Gedankengut, Primarene und Eisenfels und Hutsasser. Diese drei Pokémon alleine sind richtig gefährlich für mein Team. Denn wir haben folgendes Problem. Wenn wir kurz mal hier raufgehen. Bizarro-Modus ist dagegen nicht super stark, weil er hat Hutsasser, das heißt, er müsste einen Kurtel bringen dagegen, aber er ist auch vor allem Terra Water. Und das Ding ist, er kann mit Primarena einfach Gedankengut setupen. Er hat zweimal Mogi-Support, ja, wir haben Farigiraf, klar, aber er bekommt trotzdem die Möglichkeit, immer ein Gedankengut rauszubekommen gegen Kurtel. Und er hat Terra Stahl für Ursaluna Blutmond, das heißt, ich kann nicht Terra Normal Bloodmoon einfach da reinballern. Das heißt, dieses Set alleine kümmert sich komplett um meinen Bizarro-Raum-Modus. Und Eisenfels mit Wahlband ist halt insane schlecht für meinen schnellen Modus, weil Dollarsichel kommt hier nicht rein. Der droppt an der Signature-Attacke Mighty Cleave, hundertprozentig, er ist Choice Bandit so. Flutter hat natürlich Spukball, klar, aber er kann sich da rauskristallisieren, ist das einzige Pokémon, was auch schneller ist nur. Ogapon ist langsamer. Alle anderen Pokémon, so Kurdel will da nicht reinkommen, Farigia will da nicht reinkommen, Ursaluna kann reinkommen, klar, aber er hat dann auch noch eine Kampf-Coverage-Attacke. So Sanktuchlinge werde ich vielleicht überleben, aber macht trotzdem viel Schaden mit Walbahn. Und deswegen, alles in allem, super kompliziertes Matchup. Und dann Hutsasser ist halt ein nerviges Pokémon eh schon. So, und wie gesagt, diese Primarene, ganz, ganz knifflig. Und Game 1 hat einfach Primarene geleadet mit Fuego zusammen. Und ich habe dann in den ersten beiden Turns die falschen Calls gemacht direkt. Und dann war es sehr schwer, das zu gewinnen. Ich hatte noch eine Chance, aber leider war dann nicht alles so direkt auf meiner Seite, sodass ich das dann nicht gewinnen konnte. Game 2 habe ich adaptiert, er hat aber auch adaptiert. Und ich glaube, ich gewinne das Match, wenn ich nicht jedes Mal drei Sleep-Turns bekomme, aber er hat halt Game 1, also Turn 1 dann direkt den Read richtig bekommen, dass ich nicht mit meinem Ogapon auf Follow Me gehe, weil ich hatte so Flutterhaar-Ogapon-Lead und ich dachte mir so, ja gut, er wird schon nicht Pitchbow drücken, weil ich habe halt Spotlight, damit kann ich halt die Pitchbow darauf machen. Hat er aber dann trotzdem gemacht und so habe ich dann leider ja eine Situation gehabt, wo Flutterhaar schläft und wenn Flutterhaar dann nicht drei Runden schläft, dann bin ich in einer guten Position und später hatte ich noch ein Pokémon, was drei Runden schläft und dann war ich plötzlich, also in keiner schlechten Position, aber in einer Position, wo ich halt aufs Aufwachen hoffen muss. Ich bin nicht aufgewacht und dann verliere ich leider das Game. Und das war sehr schade, weil ich glaube, wenn ich dieses Set nochmal spiele, dann kann ich das gewinnen, aber das Matchup ist wirklich schwierig, einfach weil er diese drei Pokémon in Kombination hat. Die sieht man halt nicht in Kombination. Also wir können jetzt wahrscheinlich über alle Roster gehen und ich werde wahrscheinlich maximal ein weiteres Mal zumindest die beiden in einem Team sehen, wenn überhaupt. Aber diese Dreier-Core, das ist einfach super gefährlich. Und man muss ja auch überlegen, da kann auch noch sowas wie Ramot kommen, was auch gefährlich ist mit Quiver Dance, wobei wir halt da Ogapon zumindest haben.
Aber kann er sich Rausterra kristallisieren? Er hat Bedroher am Start, Mogelhieb, dies, das, jenes. Also alles ganz, ganz kompliziert. Muss das Team aufschreiben, macht das. Das ist nämlich auch ein echt cooles Team. Und so stehe ich plötzlich 2-1 und das war ein bisschen schade. Teacher Senpai. Vielen, vielen Dank, Edwi, für dein Resub. Danke für 2 Monate, sehr appreciated. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Emotes und danke für die 2 Monate. Sehr, sehr sweet. Dankeschön. Ja, das war dann leider meine erste Niederlage. Ich hatte natürlich gehofft, da 3-0 zu gehen, aber leider knapp nicht. Was ist knapp? Ich habe es halt letztendlich 0-2 verloren. Dann habe ich gegen Ethan Trejo gespielt. Der Name hat mir auch was gesagt. Der war auch dafür da, um seinen Worlds Invite zu grinden. Der hat auch irgendwie schon 400 Punkte oder so, glaube ich, gehabt. Wenn es mich nicht ganz täuscht. In den USA brauchst du halt 500, weil du hast halt da mehr Regionals. Dementsprechend skaliert das auch so ein bisschen. Der ist am Ende auch 6-3 gegangen. Und der hatte ebenfalls ein Size-Spam-Team. Und hätte ich hier Donnersicht nicht gehabt, hätte ich immer verloren. Also dieses Team ist gefährlich. Also das Team ist trotzdem gefährlich. Donnersicht macht es halt besser, aber es ist gefährlich. Vulaosu ist gefährlich. So, da hast du halt schon viele gefährliche Geschichten, auch mit Begrenzer, Bizarro-Raum und so weiter. Dieses Gedankengut, Speedbooster Eisenhaupt. Dieses Pokémon war so ein Problem. Das war wirklich, wirklich schwierig. Game 1 habe ich auch ganz knapp dagegen verloren, weil ich auch tatsächlich einfach kurz meinen Kopf ausgeschaltet habe. Ich dachte so, ja, mein Flatter ist schneller als Eisenhaupt. Aber ich habe so direkt drauf getunnelt, weil ich die ganze Zeit dachte, ich wechsle Kurtel rein und drücke dann Spukball in den. Und dann habe ich das nicht gedrückt. Also ich habe Kurtel nicht reingeswitcht. Und dann war halt die Sonne nicht draußen und plötzlich war der schneller. Und ich war so, hä? Oh, stimmt, ich habe die Sonne nicht rausgeholt. Und habe dann Game 1 verloren. Also da leider ein bisschen gechoked. Game 2 habe ich dann komplett locked in. Ich habe gesagt, ey Rahim, mach jetzt hier keinen Quatsch. Du bist 3-1 reingestartet. Du willst jetzt hier nicht 3-2 gehen. Beziehungsweise 2-1 reingestartet. Du willst nicht 2-2 gehen. Das wäre ja noch, das wäre voll schade. So, du 2-1 Start und dann, also 2-0 Start into 2-2. So, jetzt spiel mal ordentlich und gewinn das Ding. Und ich habe das gewonnen. Game 2 war wirklich dann wieder sehr clean und Game 3 war fast schon noch cleaner. Also, ich habe mich von Game zu Game in diesem Set verbessert. Und das war wirklich gut. Also, Game 2 hätte man vielleicht, wenn ich ein paar Reads verliere, verlieren können. Aber Game 3 war wirklich, das war so clean. Da war ich wirklich happy mit meiner Leistung. Dann spiele ich gegen Seda. Seda hat den Schirm, hat schon sein Worlds Invite, hat Worlds letztes Jahr Day 2 gespielt, ist ein starker Gegner, keine Frage. Aber ein Gegner, den man natürlich trotzdem besiegen kann. Und den man besiegen muss, wenn ich halt Day 2 kommen möchte. Und der hat ein sehr gefährliches Team. Gedankengut, Furienblitz ist ein Problem, vor allem mit Terra Käfer. Das ist gut gegen Erdkräfte von Ursanuna Blutmond. Der hat selber eine kleine Bizarro-Engine am Start. So, Vulaosu ist ein Problem. Alles ein bisschen schwierig, vor allem Terra Feuer mit Feuerschlag. Er hat beide Games diesen Vierer genommen, also Ursanuna und Dusclops hat er nie mitgenommen, also Zwirklub. Und das ist auch der beste Vierer auf jeden Fall. Und Game 1 habe ich meiner Meinung nach ein bisschen das Match geworfen. Ich hatte den Bizarro-Raum aktiv. Ich war eigentlich in einer sehr guten Position. Aber ich habe ein bisschen zu aggressiv gespielt. Ich habe ein bisschen zu sehr, ja, bin dafür gegangen, okay, er muss Furienblitz jetzt hier Schutzschilden, weil er ist fast besiegt. Der Bizarro-Raum ist da. Er muss den Bizarro-Raum ausstallen. Und deswegen Furienblitz Schutzschilden, weil er hat sonst kein Schutzschild mehr. So, Fuego hat kein Schutzschild, Gortrom hat kein Schutzschild, Vulaosu hat kein Schutzschild. Aber er drückt nicht auf Schutzschild. Und das war halt so ein Play. Und ich hatte noch viele Bizarro unten. Das war so ein Play, den ich auf jeden Fall bereue. Er hat es gut gemacht, hat gewonnen. Und Game 2 war ich nicht mehr drin. Game 2 habe ich bemerkt, boah, das war zu sehr noch drin. Ich konnte irgendwie nicht resetten. Und war dann einfach so, ich habe den komplett falschen Need gewählt, der nicht gut ist, bei dem ich wusste, dass er nicht gut ist, nachdem ich ihn eingeloggt habe. Also war, ja, wird schon irgendwie. Aber wenn du in den Kampf gehst mit dem Gedanken, wird schon irgendwie, dann hast du schon verloren. Dann hast du schon verloren, das darfst du nicht denken. Einfach wird schon irgendwie. Sondern du musst einen Plan haben, wenn du in den Kampf reingehst. Und ich hatte keinen Plan, sondern ich habe einfach gedacht, wird schon irgendwie. So, was ist das? Du spielst gegen jemanden, der ist Day 2 Worlds letztes Jahr gegangen. So, da funktioniert wird schon irgendwie nicht. Deswegen, da war ich spielerisch sehr enttäuscht von mir. Und dann halt plötzlich, nach einem schönen Start eigentlich, 3-2 zu stehen, war schon so, boah, jetzt habe ich keine Chance mehr auf Feder. Also ich möchte natürlich den Worlds Invite, wenn ich 6-3 gehe, habe ich safe den Worlds Invite, aber
das ist so das Hauptziel, aber natürlich will ich trotzdem Day 2 gehen, gerade nach dieser Prep, nach diesen Wochen voller Vorbereitung. Und Runde danach spiele ich gegen Shai Giuseppe Rabat aus Italien. Ein sehr starker Spieler. Der war wirklich, wirklich gut. Und hatte ein Team, wogegen ich prinzipiell ein solides Matchup habe, würde ich sagen. Und ich habe Game 1 gerade so gewonnen. Das war ein knappes Ding. Aber Game 2, da war es so cool, wie Kurtl und Flatterhaar einfach gecarried haben. Dann Game 1 hat der Burios Dimitrios geleadet und ich war mir relativ sicher, er wird das normal machen, weil er an sich da mit einem guten Lead hat und vielleicht einfach nur ein, zwei Plays ändern. Ich habe einen komplett neuen Lead gewählt. Ich habe Kurtl Flatterhaar geleadet. So, jetzt könnt ihr vielleicht denken, Rückenwind, Terra Normal Erdbeben, Choice Bandit, ich verliere doch beide Pokémon, Flatterhaar und Kurtl. Aber ich war so, der ist kein frohes Demeteros. Der muss ein hartes Demeteros sein. Die spielen kein frohes Demeteros. Wenn sie die Choice Bandit sind, machen die voll Damage mit Rückenwind und so weiter und so fort. Der macht kein frohes Demeteros. Wisst ihr, was ich mache? Und das ist natürlich auch wieder eine Sache. Ist es eine Roll oder nicht? Da war ich auch, boah, mache ich das wirklich? Weil ich habe den Play in meinem Kopf eingeloggt, bevor ich Runde 1 gesehen habe. Bevor ich gesehen habe, dass er damit leadet, war ich schon so, wenn er damit leadet, dann mache ich das. Und zwar, ich drücke Teraphim Mondgewalt in Dimitrios T. So, KO'd. Außer der ist halt super bulky. Dann kann es halt eine Roll sein. Full HP. Spielen ja aber eigentlich nicht. Ein bisschen Speed müssen die auf jeden Fall spielen. Teraphim Mondgewalt. Und am besten wäre Eruption gewesen. Ich habe Meteorologe gedrückt in Boreos, falls er irgendwie Polarkan drückt. Wäre aber weird. Denn ich bekomme ja einen Speed-Booster auf Flatterhaar. Das heißt, ich bin schneller als sein hartes Demeteros-Team Rückenwind. Das heißt, wenn er das macht, die Terra-Kristallisierung einsetzt, Erdbeam einsetzt, dies, das, jenes, ich baller Demeteros um und Boreos droppt fast hinterher. Und wisst ihr, was er macht? Er geht auf die Terra-Kristallisierung, Terra-Boden. Ich gehe auf meine Terra-Kristallisierung natürlich vorher. Er geht auf Rückenwind und ich bin schneller. Als ich das gesehen habe, war ich so erleichtert, weil die Mondgewalt den Meteoros Wanted KO'd hat, das war wichtig, und ich dann mit Meteorologe Boreos in den roten Bereich gehauen hatte. Wenn ich Eruption eingesetzt hätte, wäre er gedroppt, aber wenn ich irgendwie Schaden doch bekommen hätte, dann wäre Eruption halt super schwach gewesen, deswegen war das schon richtig. Wenn der Meteoros das irgendwie gelebt hätte, wenn der Meteoros schnell gewesen wäre, ich verliere on the spot, aber habe ich halt Game 3, habe ich die Info, ich dachte mir so, ey, ich kann mir das jetzt zutrauen und ich bin mir relativ sicher, dass das funktionieren kann, und es hat funktioniert. Und das war super nice. Gibt es eigentlich einen großen Unterschied bei den Typenverstärkten und Items? Nee, gar nicht. Du kannst ganz normal eine Tafel spielen oder halt Zauberwasser. Also egal, Wassertafel oder wie auch immer die heißt, oder eben Zauberwasser, das ist der gleiche Damage Boost. Ja, und so gewinne ich dann Game 2, und das Witzige war, ich stehe dann so auf und sehe, wie er auf seinem Handy den Taschenrechner so eingibt. Wahrscheinlich, wieso ist Demeteros langsamer gewesen? Weil der ist doch doppelte Speed. So, was für eine Speedwert muss Flatterhaar denn gehabt haben? Das war tatsächlich sehr witzig. Da dachte ich mir schon so, Full Speed Flatterhaar. Damit rechnen die Leute nicht. Auf plus 1, der ist es einfach. Und damit habe ich dann gewonnen. Und dann ging es gegen Andrew Ding. Und Andrew Ding ist ein sehr krasser amerikanischer Spieler, der wirklich, wirklich Gutes, also ein Top-Spieler ist. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt gegen ihn verloren habe, sondern weil das halt auch einfach der Fall ist. Wenn wir jetzt einfach mal Andrew Ding suchen, VGC, wir sehen ihn hier sehr, sehr häufig, und der hat nicht nur hier in so viele Regionals gut performt, sondern der hat letztes Jahr ein Regional gehabt, wo er 14-0 in den Swiss Rounds gegangen ist. Ich glaube, das könnte sogar Pittsburgh gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist 14-0 in Swiss Rounds gegangen. Das heißt, er hat kein einziges Mal verloren. Also ich kann es euch sogar zeigen, einfach mal auf Pokédata. Und das zu schaffen, das ist nicht unmöglich, aber er war der Erste, der das geschafft hat in diesem System. Ich glaube hier Pittsburgh Regionals, und ist dann Top 8 rausgeflogen. Dann war es nicht Pittsburgh. Es war auf jeden Fall ein amerikanisches Regional letztes Jahr. Genau, Andrew Ding, 14-1
Er ist Fünfter am Ende geworden, weil er halt im Top-Cut dann gegen Riley Factura verloren hat. Einer der besten amerikanischen Pokémon-Spieler aller Zeiten. Zweitmeister, nee, oder drittmeister Regional-Titles. Nee, es müsste Zweitmeister sein neben Wolf Click. Oder nach Wolf Click. Runde 1 bis 14, einfach alles gewonnen. Der ist krass. So. Aber davon darf man sich nicht einschüchtern lassen. So, ich muss auch gegen solche Leute gewinnen, wenn ich Pokémon auf den Pokémon-Weltmeisterschaften spielen will. Klar. Und Arm wie Nolino, was geht. Und das, ja, der hat auch schon gegen Ray Factura dann Runde 13 gewonnen. Also der ist ein guter Spieler. Und der kann was. So, und der hatte rein zufällig Dennis, den guten alten Dennis, als Gegner. Und wieso ist das wichtig, dass er Dennis als Gegner hatte? Denn er hat gegen Dennis verloren. Und Dennis, der gute OGDNZ, mit dem zusammen haben wir das Team gespielt. Also 4 Leute haben das Team gespielt. Snomsen, Dennis, Flobert und ich. Michi und Kuta haben am Ende das Michi-Team gespielt aus Utrecht. Und dieses Team ist halt 1-1 das gleiche. Und er hat dagegen 0-2 verloren. Und ich würde sagen, das Matchup gegen dieses Team von Andrew Ding für unser Team ist eigentlich schlecht. Regentanz Boreos ist richtig schlimm. Vulaosu ist generell nervig. Lumiflora ist nervig. Mit Monetigo hat er da einige Optionen. Also dieses Team ist nicht gut für uns. Aber, hallo Florbert, was geht? Dieses Team hat den Vorteil, also unser Team, dass man halt, wenn man das erste Mal nicht sieht, nicht weiß, was man dagegen tut. Und sowas auch bei Andrew Ding. Dennis hat auch gut gespielt, keine Frage. Er muss auch dafür gut spielen. Aber ich glaube, wenn Andrew Ding 10-mal gegen Dennis spielt, dann glaube ich nicht, dass Dennis mehr als 5 Wins holt. Also ich glaube, das ist kein 50-50 Matchup, sondern eher ein Matchup in unserem Nachteil. Und dass er das 0-2 verloren hat, ist blöd für uns, also für mich gewesen, weil, also generell, dass er gegen Dennis gespielt hat, weil ein Top-Player lernt aus seinen Niederlagen. Und genau das hat er gemacht. Der hat gegen mich so gespielt, als würde er wissen, was er dagegen tun muss, weil er genau den richtigen Lead gewählt hat, genau die richtigen Plays gemacht hat, alles richtig gemacht hat, jede Turn war gefühlt richtig und selbst dann habe ich eine Chance, Game 2 zu gewinnen, weil da habe ich mich ein bisschen angepasst und so weiter und so fort, da war dann aber Glück gar nicht auf meiner Seite, da hat er dann Flinches bekommen, alles drum und dran, Crits, da war es gar nicht auf meiner Seite, aber diese Niederlage, die tat doppelt halt weh, weil ich glaube, wenn ich frisch gegen ihn spiele, wir beide spielen und er eben das Team nicht kennt, dann kann ich das gewinnen. Ja, weiß nicht, dass ich das safe gewinne, so. Dennis hat das einfach gut gespielt. Und ich weiß nicht, ob ich das auch dann eben abrufen würde. Aber so, schwierig. Er hat mir auch im Nachhinein gesagt, so, yo, ich habe gegen das Team schon mal gespielt, da habe ich echt schlecht dagegen gespielt. Und ich denke mir so, ja gut, kannst jetzt natürlich im Nachhinein sagen, Dennis hat halt gut dann gespielt und wusste halt nicht, was du dagegen tun musstest. Aber so, klar, das hat natürlich einen Einfluss gehabt, dass er einfach nicht wusste, was er dagegen tun soll. Und das wusste er dann bei unserem Game. Und man muss auch mal sagen, gegen wen hat Andrew Ding an dem Tag verloren? Er hat gegen Dennis verloren, gegen Aurelien Sola, Top 8 gegangen auf den Europameisterschaften und gegen Jorigen, ich verhaue mal seinen Namen, Ragemakers aus Niederlanden, der Top 4 gegangen ist. Also gegen 2 der Top 8 hat er verloren. Und gegen Dennis. So, also der war hatte einen starken Tag, so. Aber hat gegen Leute gespielt, die noch stärker waren. Und gegen die dann verloren. Deswegen ist er halt nicht Day-2 am Ende gegangen. Und so bin ich dann leider auch nicht Day-2 gegangen. Weil das war halt der Punkt. Ja, ich bin 4-3. Ich kann nicht mehr Day-2 erreichen. Und da war ich enttäuscht. Ich war enttäuscht und dachte mir so, ich habe mich so lange vorbereitet, um jetzt 4-3 zu gehen. Man. Und da habe ich mich wirklich kurz dabei ertappt, wie ich wirklich so ein bisschen zu sehr am Boden war. Als ich mich ertappt habe, habe ich so eine verbale Schelle habe ich mir gegeben. Rahim, Bro, was machst du jetzt da gerade? Du hast 2 Chancen, also du hast 2 Runden noch und du hast in denen die Chance, dir dein Worlds Invite zu holen. Natürlich wäre Day-2 cool gewesen, klar, du hast dich darauf vorbereitet, du wolltest das schaffen, du hast es nicht geschafft, du warst spielerisch vielleicht auch nicht gut genug heute, gerade gegen Seda hätte ich besser spielen können, das hätte keine Niederlage sein müssen, wenn ich besser gespielt hätte, so, gegen Robert
Matchup schwierig, dies, das. Aber wenn ich besser spiele, dann vielleicht gewinne ich das auch. Andrew Ding hätte ich auch besser spielen können. Ich habe da auch nicht bei 100% gespielt. So. Aber du hast jetzt noch 2 Runden. Du hast die Möglichkeit, dir deinen Worlds Invite zu holen. Hör auf, jetzt in Trauer zu versinken, weil das Turnier läuft noch. Danach kannst du immer noch enttäuscht sein. Dafür ist aber jetzt keine Zeit. Und da habe ich wirklich es geschafft, mich selber einmal zu fassen. Oder zu raffen, sage ich mal. Weil wenn ich da zu sehr in diese Abseitsspirale, diese Negativspirale gegangen wäre, ganz schwierig. Dann habe ich gegen Federico Maso gespielt. Und wisst ihr noch, als ich gesagt habe, dieses Team ist gefährlich. Ja, dieses Team ist gefährlich. Es ist nicht ganz Japanese Balance, weil es hat Dragoan zum Beispiel mit einem Wahlband und Energiekapsel, Furienblitz, aber trotzdem, der Sechser ist sehr gefährlich. Und da liegt noch on road, was geht. Ich wollte nicht sagen, das klang halt schon so, ja, Top-Leute und Dennis. Nee, Dennis ist doch auch ein Top-Mann. Der hat hier auch eine gute Performance gehabt. Ja, auf jeden Fall, dieses Team ist gefährlich. Und ich predikte halt mit diesem Team oft, dass sie in Turn 1 mit Gortrom Fugelnblitz leaden oder mit Fuego Fugelnblitz. Was macht der Turn 1, Game 1? Fuego Fugelnblitz. Richtig gut, weil ich bin mit Fariera Ursanuna Blutmond geleadet und habe damit tatsächlich ein gutes Matchup. Weil ich bekomme eigentlich relativ entspannt immer einen Bizarrum raus und kann dann halt rausballern mit Blutmond. Er hat zwar Verhöhner auf Fuego, aber das kann ich halt auch ausnutzen. So, und dann kommt ein Disconnect. Und ich war so, was? Wieso Disconnect? Was? Der Gegner hat seine Switch wohl nicht ausgemacht gehabt, so nach den Matches. Weil das Ding ist, man sollte Power Cyclen, das heißt immer nach jedem Match einmal die Switch ausmachen. Also nach jedem Best of Three, also nach jeder Runde. Weil wenn die Switch die ganze Zeit an ist, dann kann es halt so zu so einem Memory Leak kommen und dann sorgt es halt dafür, dass es Verbindungsprobleme durchaus geben kann. Deswegen immer Switch nach jeder Runde ausmachen. Kann ich nur empfehlen, dann habt ihr keine Verbindungsprobleme und euren Gegner am besten auch dazu anhalten. Das Ding ist halt, wenn disconnected wird, er hat dann direkt einen Judge gerufen, Judge, was ist, wenn ein Disconnect ist? Dürfen wir neue Leads machen? Und dann so, ja, das Game 1 ist so gesehen dann Void. Das heißt, man startet ganz normal und macht neue Leads und alles drum und dran. Und ich wusste, nachdem er das gesagt hat, okay, er wird einen komplett neuen Lead wählen. Und ich habe deswegen auch einen komplett neuen Lead gewählt. Und ich habe predicted, dass er mit Wulaosu Bao Jian leaden wird. Weil das halt der beste Lead dagegen ist. Und was mache ich? Ich leade Flatterhaar Kurtel und das geht komplett auf. Er leadet Wulaosu Bao Jian und ich gewinne das Match. Game 2 habe ich meiner Meinung nach, glaube ich, ein bisschen geworfen mit dem Lead. Ich habe da ein bisschen was angepasst, aber irgendwie, das hat nicht gut funktioniert. Und Game 3 habe ich dann wieder einen guten Lead gemacht. Also er hat in Game 2 einfach Gortrom plus Bao Jian geleadet. Das war sehr, sehr stark. Auch sehr gefährlich. Einfach für mein Kurtel Flatterhaar Lead. Und da war ich dann leider in einer schlechten Position. Aber Game 3 habe ich dann wiederum mich auf diesen Lead vorbereitet. Habe da einen guten Lead gewählt. Und am Ende war es trotzdem ein Nailbiter. Also es war wirklich, es war so knapp. Ich habe so gezittert und am Ende den Kampf gewonnen. Das war wirklich knapp. Ich wäre kurz davor zu verlieren und dann wäre ich richtig sad gewesen, so 4-4 zu gehen. Das tut auch einfach weh, so wenn man sich das anhört, so 4-4. Ah, das wär nicht schön gewesen. Aber plötzlich stand ich 5-3. Das ist halt ein krasser Unterschied, weil dann bin ich plötzlich nur ein Win davon entfernt, den Worlds Invite mir zu gönnen. Switch ist eigentlich gut, nur hat es auch Probleme. Das stimmt leider. So, und dann letzte Runde. Ich habe tatsächlich sogar Footage von der letzten Runde. Das werde ich euch nicht jetzt hier zeigen, weil ich werde noch ein Video machen, generell zu meiner ganzen Reise. Und da wird auf jeden Fall das Footage auch ein bisschen eingeblendet. Und das war ein wildes Match. Denn das ist gegen Patrick Lottery. Und der Patrick, der hat an diesem Tag unter anderem Shohei Kimura besiegt. Den World Champ vom letzten Jahr. Das heißt, der ist jetzt nicht schlecht. Der ist auch vor allem 5-1 gestartet, ne? Also 5-1 gestartet into 5-4. Also wirklich ein Gegner, den ich nicht unterschätzen darf. Und das habe ich auch nicht. Und der hatte auch ein gefährliches Team. Der hatte Hutsasser, was immer nervig sein kann, für den Mizaura-Modus, gerade mit Terra Water. Der hat halt Urshifu, was sehr gefährlich ist. Farigiraf kann auch ein bisschen nervig sein mit Schallwelle. So, der hat schon ein paar Sachen, die ein bisschen nerviger sein konnten. Auch Demetiros. Demetiros ist ein ganz nerviges Pokémon. Also nicht easy, aber Game 1 gewinne ich relativ solid. Da habe ich einfach gut gespielt, mich in eine gute Position geholt und gewonnen. Und
Das zweite Game war wild. Weißt du, wer von den Deutschen alles für die Worlds qualifiziert ist? Jo, so ziemlich, beziehungsweise wir können uns das gerne gleich auch mal anschauen, wenn du willst. Weil es gibt da so eine Rangliste. Was war dein Lieblings-Money Regulation bisher eigentlich? Also von der Spielweise. Boah, Saluna Blutmond ist halt echt cool, aber also den hab ich jetzt echt sehr viel gespielt. Aber Donnersicher wahrscheinlich mit diesem Set gerade das Pokémon, was ich am meisten gefeiert habe, was ich aus der Regulation mitnehme. Weil ich war echt kein großer Donnersichel-Fan lange Zeit, weil ich mir dachte, der ist eigentlich cool, ich mag das Design, aber der macht leider nie den Damage, den ich gerne machen wollen würde. Und jetzt habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden. Aber wenn ich mir so anschaue, sind halt die Pokémon, mit denen ich Championship-Points gesammelt habe. Da ganz oben Flutterhaar in allen Teams dabei, die Championship-Points gemacht haben. Wo der Osu vor allem letztes Jahr in Regulation D und E sehr viel dabei. Und dann halt Faria für Ursaluna Blutmond schon auf Platz 3. Diese Kombi hier. Also ja, viele coole Pokémon. Ja, aber auf jeden Fall letztes Game, Patrick Lottery. Und ich dachte mir so, ich bin jetzt ein Game davon entfernt, mein Worlds Invite zu bekommen. Und natürlich, ich wusste das so. Also die Aufregung war da, aber ich war so, okay, bleib fokussiert. Und jetzt habe ich etwas gemacht. Das sollte man eigentlich nicht machen, sondern du machst den schlauesten Play. Und an sich ist es auch nicht blöd gewesen, aber ich dachte mir so, komm, was wolle jetzt im Game 2, ich nehme jetzt einfach diesen Bizarra-Modus mit Farigiraf und Blutmond. Weil Farigiraf und Ursaluna und Blutmond haben die Regulation begonnen und sie sollen sie auch beenden für mich. Ich möchte damit meinen Worlds Invite bekommen. Und das sieht auch stark gegen die aus, also gegen diese Komposition, aber trotzdem, wenn das jetzt nicht Win and In for Worlds gewesen wäre, hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Und deswegen sollte man sowas natürlich auch normalerweise nicht machen. Bin eins wird Latios Enjoyer. Ruby, vielen Dank für den Resub, danke für die 8 Monate, sehr appreciated. Natürlich auch an dich ein fettes Biss Love, danke für den Support. Ja, und ich liebe Faria auf Rockpon, In the Back, Ursaluna Blutmond und Kurtel. Er leadet Flutterhaar und den Meteros. Und ich habe den schlechtesten Turn gemacht und er hat den besten Turn gemacht. Ich gehe auf Bizarra mit Farigiraf und Holzhammer in den Flutterhaar-Slot. Er wechselt sein Flutterhaar raus, obwohl halt die Energiekapsel weg ist, also eingesetzt wurde, aber gut, er sieht den Bizarra-Modus, er braucht keine Energiekapsel. Wechselt Flutterhaar raus in Hutsasser und geht mit dem Meteros auf Delegator. Holzhammer geht direkt in Hutsasser, vierfach resistet, macht 2 KP und er bekommt einen Free Delegator daraus. Mein bester Play wäre gewesen, rechte Hand Rankenkeule einfach in Dimitrios einzusetzen. Ich glaube, das wäre immer free gewesen. Weil Flutter protected entweder oder wechselt raus, das war schon relativ offensichtlich. Vor allem, weil ich in dem Game davor mit Holzhammer von meinem Ogapon Flutterhaar gewonnen KO'd habe. Das heißt, er weiß, dass das passieren wird. Oder passieren kann. Deswegen, er hat genau den korrekten Play gezogen und ich habe den schlechtesten Play gezogen. Und dann stehe ich da plötzlich im Bizarro-Raum, super awkward. Hutsasser ist schneller als alle meine Pokémon im Bizarro-Raum. Ogapon ist das schnellste Pokémon auf dem Feld. Das bedeutet, das langsamste Pokémon im Bizarro-Raum. Demeteros ist hinter dem Delegator. Wie gewinne ich das? So. Hutsasser greife ich mit Psychokinese an und Ogapon gehe ich einfach auf Spotlight, weil ich nicht gepilzsport werden möchte. Er geht tatsächlich auf Pilzspore und Erdkräfte in den Ogapon-Slot. Ich bekomme Schaden auf Hutsasser, über 50%. Citrobeere aktiviert sich, okay. Nächste Turn. Ich dachte mir, Demeteros darf nicht mit dem Delegator auf dem Feld überleben. Ich gehe auf Psychokinese in den Demeteros-Slot, hau den Delegator weg. Er geht auf Matschbombe, besiegt Ogapon, geht auf Erdkräfte in Farigiraf, bekommt viel Schaden drauf. Ich gehe in Kurtel rein. Hutsasser ist bei ca. 50%. Ich drücke rechte Hand, Terrafeuer-Eruption, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich Hutsasser dann KO'e. Aber der Gegner, der ist wirklich gut gewesen in der Situation, wechselt sein Hutsasser raus in Farigiraf und geht auf Schutzschild mit dem Meteros. Weil, wisst ihr, was dann passiert? Farigiraf droppt. Komplett. Weil das ist halt Terrafeuer, rechte Hand in der Sonne, Eruption, volle Power. Natürlich droppt Farigiraf. Aber dadurch hat Hutsasser jetzt wieder die Lebekraft getriggert, ist wieder bei fast vollem KP, wenn es reinkommt. Demeteros hat halt Schutzschild eingesetzt, deswegen keinen Schaden abbekommen. Das ist eine blöde Position für mich. So, Hutsasser ist drin. Und ich bin natürlich schneller als Hutsasser mit Zauber, mit Kurtel, aber nicht mit Farigiraf.
Und ich war einfach so, ich glaube, mein bester Play ist trotzdem einfach nochmal rechte Hand Eruption einzusetzen. Ich war kurz davor, irgendwie Schutzschild Psychokinese einzusetzen, das bisschen anzuchippen und dann das zu machen. Aber gut, dass ich das nicht getan habe. Denn im Nachhinein habe ich erfahren, dass er Psychokinese in Pilchspur und Fariaf eingesetzt hat. Und dazu kam es aber nicht. Weil er setzt seinen Demeteros raus, also er wechselt es raus, in Flutter, um es abzuwerfen, weil Demeteros außerhalb des Bizarro-Raums gewinnt halt einfach. Gegen mein Team. Ich habe noch Ursaluna Blutmond in the back. So, das kann hier nicht gewinnen. Und, also vielleicht schon, weil ich dann Angriff überlebe, aber mit Schutzaster daneben und so wird schwierig. Und er wechselt sein Flutter rein, um es abzuwerfen. Ich drück rechte Hand Eruption, Flutterhaar droppt und auch Hutsasser droppt. Was? Wieso droppt denn Hutsasser? Gucken wir uns mal ganz kurz den Kalk an, weil das kann doch nicht sein. Terra Water, Torkoal, lass uns das jetzt einmal anschauen. Terra Feuer, können wir uns das komplett anschauen. Hier, Terra Feuer, rechte Hand, Eruption, 67 bis 79,9%. Der war aber so bei 95%. Was ist, wenn er crittet? Und ich habe gecrittet. Ich habe in der besten Position, die nur möglich war, gecrittet. Und gewinne mit diesem Crit das Game. Wenn ich nicht den Crit hole, glaube ich, dass ich noch eine Chance habe zu gewinnen, weil Ursaluna Blutmond bei vollen KP ist. Aber das wird knifflig. Das wird sehr, sehr knifflig. Also, ich glaube eher, wenn das halt nicht passiert, dass ich das wahrscheinlich verliere, aber nicht zu 100%. Ich glaube, es ist so eine, vielleicht eine 30% Chance, also, dass ich das gewinnen könnte. Aber es kommt nicht dazu, weil ich einen Volltreffer bekomme. Und durch den Volltreffer am Ende bekomme ich mein Worlds Invite. Ich glaube, wenn es ins Game 3 geht, dass ich trotzdem das gewinnen kann. Ich glaube, ich weiß, wie ich das in Game 3 direkt hätte spielen können. Aber, also, I mean, der Gegner, für ihn hätte es nur, also hätte 80 Punkte bekommen, wenn er gewonnen hätte, aber er ist eh nicht für Worlds gegangen. Also, die Punkte sind egal. Das heißt, ich dachte, also ich habe mich dann auch nicht schlecht gefühlt, weil ich mir das so dachte, so, ich habe jetzt mein Worlds Invite und ich habe es, finde ich, trotzdem verdient. So, ich habe Game 1, also wirklich gut gespielt, verdient gewonnen. Und Game 2 hat er einen richtig starken ersten Turn gehabt, aber danach habe ich jeden Turn richtig gespielt. So, obwohl der Turn so terrible war, der erste Turn von mir. Und dann wurde ich halt so ein bisschen auch vom Game belohnt. Und dann Game 3 halt, hätte ich es natürlich anders gemacht, aber dazu ist es nie gekommen. Und so habe ich mein Worlds Invite gehabt. Und damit habe ich mich für die Pokémon-Weltmeisterschaften qualifiziert gehabt. Und das war natürlich ein krasses Gefühl. Ich wurde dann schon ein bisschen emotional. So im ersten Moment konnte ich es einfach nicht glauben. Ich saß dann wirklich so da, was? Aber danach, hui. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr, sehr wild. Dieses Gefühl von, ich hab's geschafft. Ich habe mich für die Pokémon-Weltmeisterschaften qualifiziert. Und deswegen die Europameisterschaft, das ist ein unvergessliches Turnier. Und das, also dieses ganze Turnier war cool. Das Wochenende war cool. Einfach eine gute Zeit gehabt. Und trotzdem war natürlich irgendwo so dieser Gedanke, ja, wäre cool gewesen, Day 2 zu erreichen. Aber die Tatsache, dass ich da mein Worlds Invite geholt habe, das hat halt alles ausgemacht. Ich glaube auch, also ich bin sehr happy, dass ich mein Worlds Invite nicht in der Global Challenge geholt habe, weil ja, es wäre cool gewesen, auf Aufnahme zu haben, so live im Stream. Ich meine, ich habe es auch jetzt auf Aufnahme, aber live im Stream, wie ich meinen Worlds Invite bekomme. Aber es war noch viel, viel cooler zu wissen, selbst bei 5-3 oder bei 4-3, ich spiele noch um etwas. Oh, danke für den Follow an Hetty, weil wenn ich mein Worlds Invite bereits gehabt hätte, ja gut, ich kann um Punkte spielen, aber es bringt mir halt nicht super viel, weil ich mein Worlds Invite halt schon habe. Und so war es so, ich spiele noch um etwas und auf der größten Bühne fast schon, so, also auch wenn ich nicht auf der Bühne war, aber auf der größtmöglichen Bühne so gesehen oder so an dem besondersten Ort, sag ich mal, wo du Worlds Invite bekommen kannst, da zählt das auf jeden Fall dazu. Weil das Ding ist, ich habe ja auch überlegt, ob ich halt auch schon vor den Europameisterschaften durch Locals oder so meinen Worlds Invite voll mache. Und das ist auf jeden Fall möglich gewesen, weil es gab noch Locals davor. Aber ich war schon so am liebsten halt in der Global Challenge oder auf den Europameisterschaften.
Wenn ich es halt schaffe, wäre es cool. Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich es halt danach. Hoffentlich irgendwie auf Locals. Ich meine, wir haben 7 CP gefehlt. So, also ich dachte schon, okay, irgendwann in den nächsten 2 Monaten sollte ich mein Worlds Invite bekommen. Die Frage ist natürlich, wann und wie. Und ich habe das jetzt nicht so geplant, okay, dass das jetzt ein Foto-Finish wird oder sonst was in der Art. Ich war einfach so, ich will natürlich mein Invite, am liebsten dann auch noch ein Day-2 auf den Europameisterschaften. Aber dass dann alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, das war einfach ein wilder Tag. Auch ein Bergauf und Bergab der Gefühle und dann wieder bergauf. Weil guter Start, dann so ein bisschen Dip und dann ein bisschen hoch, dann wieder gedippt und dann das komplette Hoch. Und das war sehr, sehr cool. Das meinte ich auch mit meinem Kommentar, war natürlich doof gelaufen, dass ich den Tweet nicht gelesen habe. Alles gut, OWM, alles gut. Nächste Woche ist dann Mid-Season-Challenge in Nürnberg für VGC. Das Ding ist, Hamburg-Nürnberg, das ist so eine weite Entfernung. Und ich habe Bock, weiter an Turnieren teilzunehmen. Also ich werde, wie gesagt, in Stockholm sein. Ich werde bestimmt auch mal noch Locals so oder so mal mitnehmen, aus Spaß. Aber das Ding ist, muss halt was in der Nähe sein. So, Hannover ist halt so okay, so eine Stunde entfernt. Aber ja, sonst, wenn ich mehr als 2 Stunden zu einem Local fahren muss, dann werde ich halt nicht zu einem Local fahren, weil ich es halt jetzt auch nicht mehr nötig habe. So. Und davor habe ich es halt auch kaum gemacht. Also ich habe nicht super viele Locals gehabt. Das ist halt auch das ganz Coole gewesen, dass ich es ja mit vielen Major-Tournaments eben geschafft habe. Ich kann ja mal ganz kurz mal meine Seite zeigen und auch die Rangliste einfach mal zeigen, wo ich da jetzt gerade bin. Weil ich habe mich dank der Europameisterschaften in Deutschland zumindest etwas weiter oben positioniert. Und zwar, wenn wir jetzt einmal ganz kurz hier reingucken. Jetzt gehen wir mal auf die Bildschirmaufnahme hier. Zack. Da sieht man, ich bin aktuell auf dem 11. Platz mit 473 Punkten. Und alle, die 400 haben, haben sich für die Worlds qualifiziert. Also Shoutouts hier an diese ganzen Leute, schon 18 Leute. Ich denke, am Ende werden es so 25 oder so werden. So, Bedex wird es auf jeden Fall schaffen. Kusha hoffentlich natürlich auch. Und auch einige andere hier da drunter. Und ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen. Das ist meine Seite, wo man halt dann so die Championship Points sieht. Und das ist jetzt, genau, International, die Global Challenge. Und das sind meine Punkte auf Regionals. Ich habe 60, 50, 40, 40 geholt und ein einziges Mal 0. Und das ist halt schon cool, dass ich auf jedem Major, bis auf in Dortmund, Punkte mitgenommen habe. Also das ist wirklich nice. Also die meisten hier, 190 hier, 160 dort. Das heißt, damit habe ich eigentlich schon fast meinen Worlds Invite gehabt. So 350 Punkte und der Rest sind halt Locals. Und das macht mich auf jeden Fall happy, dass ich das halt auch viel eben auf den großen Turnieren beweisen konnte. Und ja, ich bin einfach happy. Kannst den Link mal posten von dieser Play-Pokémon-Seite. Dafür musst du einfach auf Play-Pokémon gehen, dich halt anmelden und dann gehst du halt auf deinen eigenen Account. Warte. Deinen eigenen Account einfach. Ich kann es mal genau hier, sieht man da irgendwas? Die Adresse oder sowas, hier muss ich mal ganz kurz gucken, dass das hier okay ist. Ja, das kann ich so zeigen, glaube ich. Genau, wenn du auf Play Pokémon gehst, dann gibt es so, also so links meine Play Pokémon-Seite. Und dann kannst du hier halt so raufklicken. Und dann auf diese Punkte hier und dann siehst du auch diese Aufteilung. Genau. Und Ranglisten siehst du halt auch dann hier, wenn du halt auf Rangliste gehst. Genau. Deswegen, ja, das waren die Europameisterschaften. Und das war ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Und ich glaube, damit beenden wir auch hier den Stream. Es war, ja, einfach nochmal schön, mit euch darüber ein bisschen zu reden. Ich werde nochmal ein großes Video machen auf dem Hauptkanal, wo es eine große Zusammenfassung von dieser ganzen Season geben wird. Und natürlich geht es hier weiter. Stockholm Prep. Wir werden auf jeden Fall Turniere mitnehmen, Regulation G. Wir werden vielleicht dieses Wochenende ein bisschen Regional schauen, Regulation F noch. Das machen wir, denke ich, schon noch. Ja, und sonst gehen wir auf jeden Fall bald in die neue Season rein. Und Stockholm ist in einem Monat. Und da möchte ich auf jeden Fall Top 4 erreichen. Das ist das Ziel. Dann ist der nächste Stream geplant. Vielleicht schon am Wochenende. Zu den Regionals dann. Da schaue ich mal, dass wir uns da ein paar Matches anschauen. Gut, Leute.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ja, dass ihr Bock habt auf die nächste Zeit, jetzt wo ich auch hier aktiver sein werde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, danke einfach fürs Dabeisein, fürs Mitchatten, dies, das, jenes. Habt leider nur noch die letzten paar Minuten mitbekommen, trotz einer Stelle nochmal geht's jetzt so als Guna Fireboy und vielen, vielen Dank. Sehr, sehr sweet von dir. Dankeschön. Dann bis die Denne, Schüsseldorf. War wie meine Freude, bis dann. Dankeschön, Guna, Schüsseldorf, Schüssi, Düsi, cool, bye.